So, weiter geht's. Nein, ich nehme nicht diesen Killer. Ich nehme mal was anderes. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch einiges übrig. So. Was spielen wir denn heute? Ich hab meinen Killer. So. Na, seid ihr schon gespannt, was es ist? Ein Überraschungsei? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Das Macmillan-Anwesen. Mhm. Ich hatte eigentlich was anderes verbracht und verbrannt. Naja, egal. Ich ja auch. Wo seid ihr, meine kleinen Schäfchen? Da hinten. Wer traut sich denn hier in meinen Keller rein? Ernsthaft? Ja, war klar. Hallo Markus! Der war gut. Kuckuck. Oh, du hast schön Salto gezogen gerade. Ja, ist mal gut. Bewegst du dich mal, nicht, alter Mann? Hier. War aber auch
Das war aber auch jetzt doof, ey. Ich bin gestartet und du warst praktisch direkt da. Ich konnte überhaupt nicht irgendwie... Okay, weil ich habe dich eigentlich eine Weile gebraucht. Ich bin eigentlich ganz am Ende an der Ecke gestartet. Ich bin halt nur jetzt so nach und nach gesehen und habe ich dich aus der Entfernung gesehen. Dein Fehler war, du bist in den Keller gegangen. Ich kenne die Map nicht. Okay. Ich kenne die Killer nicht. Wo ist denn? Wo bist du denn? Der Markus ist schon fast auf Kala. Okay, mit der Kettensäge ist er schon klar. Ich hatte fast damit gerechnet, dass wir uns runterholt vom Haken. Scheiße. Und ich hätte auch rasig sein können, wie wir drauf gehen können, aber wofür? Da bist du. Glück hat. So, du klappst vorbei, Daddy. Hier, alter Mann. Weißt du was? Ja, bleib mal liegen. Yvonne, wo bist du? Damit wir ja nicht auf die Idee kommen, da irgendwie was mit dem Generator zu machen. Ich wusste es. Wenn ich eins gelernt habe, das Überleben auch gerne in der Ecke daneben noch sitzen. Da bist du. Und ja, ich muss dich auch mal über den Kern dem Killer ein bisschen reinfuchsen. Hauptsache Markus liegt doch da und chillt sein Leben. Killt mich nach 3 Sekunden. Ich muss mich erstmal reinfuchsen. Jawohl, ich hab dich gesehen. Hab ich wohl. Voll in die Arme gerannt. Ich spiele mit Ruf einer Krankenschwester. Ich sehe das, wenn ihr euch heilt. So. Ich bin auch voll in die Arme gelaufen. Na, hab ich gemerkt. Da bist du. So, ich glaube, damit habe ich die Runde gewonnen. Du bist die Erste. Hau ab! Bist du mal auf! Ist ja böse mit dir! Kriegst den Hintern voll! Hier! Ah. So, jetzt muss ich noch mal ein anderes Opfer wiederfinden. Markus, wo bist du?
meine Seele eine Frage der Zeit. Aber ich hab dich, ich weiß nicht, wo du bist, wirklich nicht. Was denkst du denn? Markus, hast du keine Selbstversorgung mit drin bei dir? Nee. Oder harte. Quatsch, der Unbeugsamen musst du reinnehmen. Dann verhinderst du solche, solche Sachen. Weil dann kannst du nämlich wieder aufstehen. Weil ich jetzt tatsächlich hier einen liegenden Überlebenden nach der, auf der ganzen Map suchen muss. Na gut, das Thema hat sich jetzt eh erledigt, aber... Nicht mein Killer, muss ich sagen. Ich komme mit der Kettensäge nicht klar. Da haben wir jetzt mir gedacht. Okay. Da habe ich mich aber leicht erschrocken, warum renne ich dir voll in die Arme. Ja, ich habe dich aber wirklich auch gesehen, wo du dich geheilt hast in dem Moment. Okay, merke ich mir, bei Kev nicht heilen, wer sieht's? Ich, naja, in einem gewissen Radius, ich glaube es sind 12 Meter oder 20 Meter oder so, ich weiß nicht, wie der Biot der Birk ist. Aber ich spiele halt ne, mit Ruf einer Krankenschwester. So. Also als du Markus gelaufen bist, warst du auf der anderen Seite vom Haus. Ich habe dich durchs Fenster gesehen. Ja, Markus hat einen Fehler gemacht, jetzt ist er in den Keller runter. Und als ich dann hinten an den Dings war, an den Schränken, war jetzt so rausgehen müssen. Das hätte ich nicht mitbekommen. Du bist nämlich dann in den Mund rausgegangen, wo ich mich wieder umgedreht hatte und Richtung Kellertreppe gegangen bin. Naja. Dann gehen wir mal auf meinen Killer. So, wo haben wir denn mein Perk? Na komm, ich spiele die Variante mal. Ich probiere mal was aus. Geht sofort los. Ich bin also auch noch nicht bereit. Für mich ist das, wie gesagt, auch ein komplett neuer Killer. Ich spiele den jetzt auch tatsächlich das erste Mal.
Auf geht's. Dann schauen wir mal. Die Krankenschwester, aha. Wie was? Das stimmt nicht. Nee. Das wird doch immer verraten unten im Text, das weiß ich. Ja, das glaube ich aber nicht. Das ist alles falsch. Nein, alles falsch. Ja, alles gut. Hat ja leider schon erraten. Mal gucken, wie der ist, ne? Ich habe sie tatsächlich noch nie gespielt. Wahrscheinlich wird das jetzt so eine schöne Schmach für mich oder so. Wir werden sehen. Vielleicht laufe ich dir auch wieder nach 3 Sekunden voll in die Arme. Ja, aber wie gesagt, der Bomber ist nicht mein Killer. Ich komme mit der Kettensäge nicht klar. Naja, wie gesagt, wir sind gespawnt, das Spiel ging los, ich bin 3 Meter gelaufen und dann warst du schon da. Okay. Ich probiere jetzt aus, nur Dinge. Hä? Kann die sich nur einmal teleporten? Ja, und dann bist du kurz gestunt. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Okay. Fuck you! Dieser scheiß Stun, ich hätte dich gehabt! Ich hätte dich gehabt! Hallo, hier im Leben! Vergiss es! Verdammt, was habe ich gebildet bekommen? Okay, das ist. Scheiße. Kommt ja schon von Weitem da angedaddelt in die Richtung. Ja, du hast Glück, in dem Moment hatte ich nämlich diesen Stun mit drin. Ich hätte dich normalerweise gehabt in der Runde. Ich bin genau da durchgekommen. Na, wo ist sie denn? Na, sie ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Da bist du. Ernsthaft, die wollen. Hi. Du bist genau vor mir in den Schrank rein. Ernsthaft? Ich dachte, du kommst von links oder rechts. Auf das nein. Nein. Ich kam von genau von der Seite, wo du an dem Generator dran warst. Ich war genau an der Seite, wo der am Generator dran war. Von der Richtung kam ich. Und dann bist du genau in den Schrank rein. Tom, 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 tom. Oh, Markus, wo bist du? Mach mal Piep. Dich meine ich nicht, du extra Marken. Bei dir weiß ich, wo du bist. Da bist du. Naja, Hingst.
Da leck mich doch am Arsch. Das muss ich, dieses Stun muss ich raus. Ernsthaft? Bringt mir. Nee. Not my killer. Klicken gehört. Hm, noch nicht. Also da bist du nicht dran, dann ist sie bestimmt da hinten irgendwo. Boah, da die stimmt. Ah, hier. Hallo Markus. Dein grüner Pulli verrät dich. Jawohl, noch einen schön mitgegeben. Ich weiß. Ja, ich bin schon wieder an dir jetzt vorbeigerannt gerade oder so. Klingelt was. Ja, bei mir an der Tür, aber ich kann jetzt schlecht hier weg. Ja, theoretisch würde ich dich aber dann auch in Ruhe lassen. Selbst wenn ich dich finden würde. Also ich bin jetzt kein Assi, auf den Spieler zu gehen, der jetzt einfach rumsteht dann. Also, von Freunden zumindest nicht. Warte. Ich lasse dich in Ruhe. Wenn ich jetzt gerade hier bei irgendwo stehst, dann mache ich nichts. Das war mir klar. Irgendwann muss ich ja diese scheiß Palette rennen. Ja, verschwinde du mal. Ich krieg dich noch. Ich hab dich jetzt durch diese Kacke verloren. Da bist du. Klatsch! Und noch einen. Es gibt einen Satz heißer One. Ist das Assi? Ich wäre fast auf reingefallen, ich wäre fast vorbeigerannt. Kusch. Markus, ich sehe dich hinter dem Auto. So. Hast du dich Felden hier? Hm.
Also, wenn man ehrlich bin, ich krieg's ja beide nicht auf die Reihe. Zumindest nicht im ersten Versuch. Ich bin nochmal ganz kurz AFK. Wir machen jetzt eh Feierabend, also zumindest in der Folge. Gleich ist ja. Gleich ist ja morgen und dann übermorgen und so. Ja, genau, wenn. Wir wollen jetzt fahren mit Killer. Sie sind beide aber nicht ohne, sowohl der Bubba als auch die Krankenschwester. Einfach sind sie beide nicht. Gut, dann machen wir hier mal Feierabend. Wir sechseln dann durch. Und dann darf Yvonne ein bisschen killern.